Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Autowerkstatt Simulator 2018. Wir müssen hier noch die Bremsbeläge und das hier austauschen. Das wollen wir direkt mal machen. Ansonsten dürfte eigentlich alles relativ gut sein. Gucken wir gleich nochmal nach. Steckachse HA. Die Bremsscheibe runter. Achse HA muss runter. Ansonsten sieht es gut aus. Dann bauen wir das mal wieder zusammen. Steckachse HA brauchen wir. Steckachse HA. $145, alter Falter. Wir sind bei über 2000 Euro für den Wagen hier, ne? Alter Falter. Nur an Reparaturkosten, also Ersatzteilkosten, ne? Bremsscheibe war in Ordnung. Bremsbeläge brauchen wir neu. Bremsbeläge. Ansonsten wäre es, glaube ich, okay. Jetzt müssen wir die andere Seite dementsprechend noch machen. Dann wären wir damit eigentlich soweit durch. Da müssen wir, glaube ich, vorne nochmal kontrollieren. Da vorne dürfte irgendwas noch nicht stimmen. Von der Position her. Aber gut, da gehen wir, wie gesagt, gleich dran. Da schauen wir dann nochmal. Die Felge ab. Und dann können wir dann anschließend hier nochmal gucken, was runter muss. Steckachse. Bremssattel, Bremsbeläge und die Gummilagerbuchs, ne? Ja. Bremssattel runter. Bremsbeläge runter. Und die Steckachse HA. Bremssattel. Bremsbeläge. Gummilagerbuchse groß an die Steckachse HA. Alter Falter, wie teuer das ist. 2247 Euro schon, Wahnsinn. So. Dürfte für uns gutes Geld geben, ne? Dürfte für uns richtig schönes Geld geben in dem Fall. Bremsbeläge drauf. Bremssattel drauf. Dürfen wir eigentlich alles getauscht haben. Bis auf die Gummilagerbuchse groß, ne? Bremsscheibe innen belüftet. Hier ist die neue Bremsscheibe drauf. Hier ist die alte drauf, ja. Dann gucke ich jetzt mal. Und dementsprechend noch eine alte Gummilagerbuchse wäre... Kann man das erkennen? Hier sind, glaube ich, neue drin. Hier wären, glaube ich, alte drin, ne? Dann müssen wir die, glaube ich, nochmal austauschen, ne? Eine Gummilagerbuchse, ne? Ja, dann tauschen wir die hier aus nochmal.
Ist ja nicht schlimm. Dann kaufen wir nochmal eine zusätzliche, ist ja egal. Gummi-Lagerbuchse groß. Das ist das Doofe beim Kampagnenauftrag. Der will das natürlich direkt an oder auch genau an der gleichen Stelle dementsprechend haben. Und das ist doof. Ich hoffe, das passt. Nein, okay. Komm, dann raus und holen wir noch eine Gummilagerbuchse. Das ist mir zu doof. Jetzt die Gummilagerbuchse zu suchen, die wir dementsprechend tauschen müssen. Da hole ich lieber noch eine. Die sind ja nicht teuer, von daher passt das. Da müssten wir eigentlich jetzt alle Gummilagerbuchsen haben, ne? Jetzt noch die Bremsscheibe innen belüftet. Die müssen wir noch tauschen. Die ist ja ziemlich kleinlich, aber okay. Finde ich ein bisschen makaber an sich, aber okay. Hier kommt die neue Bremsscheibe drauf. Ich hoffe so richtig. Ansonsten müssen wir tauschen. Bremssatteltyp A. Bremsbelege, Bremsscheibe innen belüftet. Alter, die Karre regt mich auf. Deswegen restauriere ich ja auch lieber. Als dass ich sowas mache hier, ne? Bremsscheibe innen belüftet. Hey, komm, egal. Runter mit dem Ding. Neue drauf. Neue Bremsbelege drauf. Bremssattel. Stimmt jetzt alles? Nein, einmal Bremssattel. Okay, dann werden wir den anderen auch noch neu machen. Oder? Moment, wir werden den einmal demontieren. Danke, dann werden wir den anderen nochmal demontieren. Dann schauen wir den anderen hier dran. Den neuen. Jetzt mal. Ja, jetzt hätten wir alles. Okay, perfekt. Alter. Wie gesagt, das Aneinanderbauen und sowas ist nicht gerade sehr, sehr einfach hier. Finde ich. Da kann man leicht verzweifeln. Kann man sehr leicht verzweifeln, ne? Aber okay. Gut, dann würde ich sagen, ist der Auftrag fertig. 5045. Wow. Heftig viel Geld, aber gut. Kampagnenauftrag Nummer 5 wäre damit abgeschlossen. Schrottplatz ist immer noch nicht frei. Mann. Na gut, wir brauchen noch knapp 200 XP bis zum nächsten Level ab. Das heißt, wir gucken nach einem Auftrag. Plymouth Roadrunner oder Dodge Ram.
Nehmen wir den dort schreiben. Das hier. Wechsel das Öl und den Ölfilter aus. Relativ einfach. Auftrag annehmen. Das ist auch eine einfache Sache. Von daher gerne. Erste Hebebühne. Dann einmal zur ersten Hebebühne. Ich dachte es mir schon. Hinten ist der Motor, ne? Ich habe es mir schon irgendwie gedacht. Aber zurückstellen. So, Ölfilter noch austauschen. Wo ist der Ölfilter hier? Oder ist der jetzt vorne? Nein. Hier müsste irgendwo hier sein. Ach, da oben. Ölfilter B6. Okay. Ölfilter B6. Da ist er. Das ist doch eine einfache Arbeit, ne? Relativ, zumindest. Da kommt der Ölfilter wieder rein. Ja, dann müssen wir noch neues Öl eingießen, dann ist okay. Dann ist der Auftrag auch schon wieder durch. 11.371 Dollar haben wir jetzt, oder beziehungsweise Euro haben wir jetzt, ne? Okay, Heckklappe auf. Da ist der Öldeckel. Dann gieße ich mal eben schnell neues Öl ein und dann sollte das passen. Sehr gut. Ja, ansonsten wäre es das, ne? Auftrag beenden, 137 Dollar. Ja, läuft doch. Nächster Auftrag beendet. Fast wieder Level Up. Fast wieder Level Up, ne? Wechsel das Öl und den Ölfilter aus beim Smith & Parker Roadster. Komm, dann machen wir den. Erste Hebebühne. Sehr gut. Einmal altes Öl raus. Ölfilter. Das müsste der hier sein. Ölfilter V8 OHV. Ölfilter V8 OHV. Das müsste der hier sein. 9 Dollar nur. Wow. Ganz schön preiswert, aber gut. Ist auch eine rostige Karre hier. Gut, neues Öl rein. Einmal da. Und dann haben wir auch den Auftrag beendet und dann sind wir Level Up. Level 6 mittlerweile dann, ne? Sehr schön. 126 Dollar nochmal. Easy. Sehr gut. Gut, wir haben dementsprechend jetzt Level Up. Und können immer noch nicht zum Schrottplatz, ne? Och man. Ich dachte, okay, komm, jetzt sind wir Level Up, jetzt können wir zum Schrottplatz. Nein. Was haben wir hier? Montiere 100 Teile 100% schneller. Reparatur erfolgt bis zu 65%. Okay. Multimeter und OBD-Diagnosegerät. Also das wären die beiden Sachen, die wir auf jeden Fall bräuchten. Das wäre wichtig.
Von daher würde ich erstmal die Punkte noch behalten. Und dann in der nächsten Folge weiter starten mit dem nächsten Kampagnenauftrag. Es ist wahrscheinlich Kampagnenauftrag mit drin. Salem Flamo. Mein Auto springt oft nicht sofort an, wenn es mal anspringt und ich damit fahren kann. Dann höre ich komische Geräusche, wenn ich Gas gebe. Die Geräusche sind so laut, dass sich einige Nachbarn bereits beschwert haben. Prüfen Sie bitte, was diesen Lärm verursacht. Das Ordnungsamt stand deswegen auch schon vor meiner Tür und ich möchte das wirklich nicht noch einmal erleben. Na gut, Auftrag annehmen. Salem Flamo. Alter, noch so eine Rostkarre. Wahnsinn. Aber gut. Öl wechseln, altes Öl ablassen und neues eingießen. Das werden wir natürlich auch noch machen, klar. Und sonst müssen wir gucken, was an der Karre dran ist. Werden wir schauen, ne? In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder. Nächste Folge geht's weiter. Ich freue mich. Bis dahin. Servus und tschüss.